kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Hallo und herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie sind gut in die neue Woche gestartet. Diese Themen haben wir heute für Sie. Fit für die Zukunft, Spatenstich für Flughafenausbau in Memmingen. Leidenschaft zur Gärtnerei, Florian Rigotti und sein Selbstversorgergarten. Und Wasser, Berge, Burgen, Land und Leute in Füssen. Viele Millionen Euro sind eingeplant. Viele Monate und Jahre wird jetzt schon am Aus- und Umbau des Flughafens in Memminger Berg geplant. Die Hürden, die es gab, wurden genommen, auch die finanziellen. Und jetzt ging auch ein verbindliches Zeichen an die Öffentlichkeit. Der Spatenstich am letzten Freitag sollte heißen: Wir sind soweit, es kann losgehen. Und dass Bayerns Ministerpräsident mit am Spaten stand, unterstrich nochmal die ernsten Absichten. Boris Weltermann und Peter Böhr mit den Details. Lange wurde geredet, oft angekündigt, mehrmals verschoben. Aber jetzt soll er dann beginnen, der Ausbau des Allgäu Airport in Memminger Berg. Der Bagger steht schon bereit, in diesem Fall noch symbolisch, denn vor dem offiziellen Start der Bauarbeiten sieht die Tradition einen Spatenstich vor. Und den gab es am Freitag letzter Woche durch Ministerpräsident Söder. Der Spatenstich ist natürlich ein Meilenstein, auf den haben wir jahrelang hingearbeitet. Und deswegen freuen wir uns, dass wir heute hier sind und den Spatenstich natürlich mit dem bayerischen Ministerpräsidenten gemeinsam zelebrieren dürfen. Gebaut wird vor allem an der Start- und Landebahn. Die wird verbreitert und bekommt eine neue Befeuerung, also Beleuchtung. Das ist wichtig, weil Flugzeuge bei starkem Nebel bisher nach München oder Stuttgart ausweichen mussten. Die Landebahn galt unter Piloten als unsicherste in Deutschland. Durch den Umbau soll sich das ändern. 1, 2 und 3. Aber der Allgäu Airport soll auch wirtschaftlich sicherer werden, betont Markus Söder in Memminger Berg. Zunächst, man darf nicht vergessen, ein Flughafen ist ein eigener Wirtschaftsmotorimpuls. Man schätzt, dass bis zu 240 Millionen Kaufkraft damit schon generiert worden sind um den Flughafen herum. Es schafft viele, viele Arbeitsplätze und er ist natürlich für den Tourismus in der Region ganz entscheidend. Entscheidend nach all der Verzögerung ist aber auch, wann nach dem symbolischen Start denn jetzt tatsächlich mit dem Bau begonnen wird. In den nächsten 2, 3 Wochen werden auch die ersten Arbeiten starten, rund um die Startenlandebahn herum. Aber man wird nicht viel sehen, weil die werden hauptsächlich nachts ausgeführt. Denn wir sind so nah an der Startenlandebahn dran mit den Kabelgräben, die wir neu ausheben müssen, neue Leerrohrsysteme, die eingezogen werden müssen. Das heißt, das geht nicht, solange Flugzeuge starten und landen, das geht nur in Nachtarbeit. Deswegen wird man tagsüber gar nicht so viel sehen. Insgesamt belaufen sich die Kosten für Planung und Ausbau nach derzeitigen Berechnungen auf rund 21 Millionen Euro. Mindestens 12,2 Millionen davon kommen vom Freistaat. Mehr Geld wurde jüngst in Aussicht gestellt. Söder hatte sich bereits als Finanzminister für Ausbau und Finanzierung des Flughafens eingesetzt. Der Freistaat Bayern steht zu diesem Allgäu Airport. Ich habe ihn ja von Anfang an begleitet. Ich habe mitgeholfen, dass es ein wirtschaftliches Konzept gegeben hat und natürlich auch dafür gebürgt, dass der Freistaat Bayern seinen Beitrag dazu bringt, neben dem großen Engagement der Kommunen und auch der Unternehmer. Ich würde auch jederzeit bereit sein, einzusteigen, auch als Gesellschafter. Da braucht es am Ende auch eine Genehmigung der Europäischen Union dazu. Aber langfristig ist es meiner Meinung nach kein Problem, weil neben der unmittelbaren finanziellen Beteiligung es durchaus sinnvoll macht, in einem Gesamtverkehrskonzept in Bayern Flughäfen München, Flughäfen Nürnberg auch den Allgäu Airport zu entwickeln. Bei den europaweiten Ausschreibungen hatte sich am Ende eine Baufirma aus Memmingen durchgesetzt. Die Bauarbeiten an Landebahn, Regenrückhaltebecken, Gepäckhalle und am Vorfeld des Flughafens sollen, Stand heute, im Jahr 2020 abgeschlossen sein. Wenn das eigene Auto angefahren wird, ist das natürlich ziemlich ärgerlich. Wenn der Unfallfahrer dann aber auch noch das Weite sucht, eine Unverschämtheit. Unfallflucht ist aber leider keine Seltenheit. Allein im Oberallgäu hat die Polizei heuer schon 750 Fälle aufgenommen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 1180 Unfallfluchten.
Aber woran liegt es, dass sich immer mehr Menschen vom Unfallort entfernen? Laut dem Kempner Psychiater Markus Jäger stehe immer mehr die Frage, was kann ich für mich persönlich maximal herausholen, im Mittelpunkt. Dabei spiele es keine Rolle, wie es anderen gehe. Aber auch Drogen und Alkohol seien Gründe für das Entfernen vom Unfallort. Positiv dagegen, in knapp der Hälfte aller Fälle kann der Unfallverursacher aufgespürt werden. Trotzdem bleibt natürlich zu hoffen, dass die Zahl der Unfallfluchten in der nächsten Zeit wieder zurückgeht. Kurze Pause, dann geht es weiter mit den Kurznachrichten aus der Region in Allgäu TV Kompakt. Bleiben Sie dran. Ich bin Albert und bin 4 Jahre alt. Ich möchte mal Polizist werden. Die Operation hat, glaube ich, 8 oder 10 Stunden gedauert. Für mich war es komplett unklar, was am Ende bei rauskommt. Ich muss jeden Plan aus der Zukunft betrachten. Deshalb suche ich nach Produkten, die auch nach Jahrzehnten noch innovativ sind. Eben ganz schön Josco. Das Fenstersystem mit Weitblick. Außen ein Look in Alu, innen beliebig mit Holz oder Kunststoff kombinierbar. Mehr Infos auf josco.de. Bauen, sanieren, gestalten. Das Bauunternehmen Thomas Kreinwald aus Wickensbach steht für Komplettlösungen aus einer Hand. Schlüsselfertiges Bauen von der Planung bis zur Schlüsselübergabe. Keller zum Festpreis, Neubau, Umbau, Vollwärmeschutz für Putzarbeiten, Fliesen und Baureparaturen aller Art gehören zum Angebotsspektrum. Service, Sorgfalt und Präzision werden hier großgeschrieben. Beim Bauunternehmen Thomas Kreinwald sind ebenso viele Computer im Einsatz wie Fahrzeuge. Die Rechner sind zum Planen der Bauwerke, zur Kalkulation, zum Schriftverkehr mit Auftraggebern und Behörden unerlässlich. Neubau, Umbau und Sanierungsarbeiten. Gerade dort ist das Bauunternehmen für Sie im Wohn- und Gewerbebau aktiv. Mit den hier dargestellten Leistungen wollen die Wickensbacher ihre in vielen Jahren gesammelte Erfahrung in den einzelnen Arbeitsgebieten des Unternehmens einsetzen, um gemeinsam mit den Auftraggebern als zuverlässiger, fairer Partner maßgeschneiderte Problemlösungen für die jeweilige Baumaßnahme zu entwickeln. Ziel ist stets die Zufriedenheit des Kunden, der durch die Leistungen ein für ihn optimales, ganz einheitliches Ergebnis erhält. Thomas Kreinwald ist ein mittelständisch geprägtes Familienunternehmen mit einem sehr differenzierten Leistungsspektrum, aber auch großer Fachkompetenz in jedem Bereich. Die Bauspezialisten verfügen über hochmotivierte Mitarbeiter mit einer überwiegend langjährigen Betriebszugehörigkeit sowie einem modernen Maschinen- und Gerätepark, der es ermöglicht, die genannten Arbeitsgebiete aus eigener Kraft abdecken zu können. Die Kurznachrichten am Montag. Bundespolizisten konnten in Hörbrands Samstagnacht einen europaweit gesuchten Straftäter festnehmen. Der 47-Jährige wurde von den rumänischen Behörden mit Haftbefehl gesucht. Demnach war der Rumäne wegen Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme von Minderjährigen zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Lindauer Bundespolizisten hatten ein Fahrzeug am Grenzübergang Hörbrands gestoppt. Bei der Überprüfung des Beifahrers stellte sich heraus, dass der zur Festnahme ausgeschrieben war und nach Rumänien ausgeliefert werden soll. Noch am folgenden Tag konnten die Polizisten ihn einem Richter vorführen und in eine JVA einliefern. Dort wird er bleiben, bis das Oberlandesgericht Bamberg über seine Auslieferung entschieden hat. Forgensee wird aufgestaut. Der Forgensee wird doch noch ganz aufgestaut. Bereits Anfang Juli war mit einem Teilaufstau begonnen worden. Nun soll der bis zum Vollstau auf 780,5 Meter über Normalnull fortgesetzt werden. Derzeit liegt der Wasserspiegel noch bei etwa 2 Meter unter diesem Wert. Der Vollstau soll dann bis zum 4. November gehalten werden, also 20 Tage länger als normalerweise. Der Forgensee konnte diesen Sommer zunächst nicht aufgestaut werden, weil der Staudamm bei Roßhaupten saniert werden musste. Die im Damm eingebauten Messeinrichtungen haben der Betreiberfirma zufolge nun ergeben, dass nach der Reparatur und der Stabilisierung des Damms alle technischen Voraussetzungen gegeben sind, um den See voll aufzustauen. Bei Sigmarszell im Landkreis Lindau ist es heute Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 45-Jähriger schwer verletzt. 3 Autos waren auf der B308 von Lindau in Richtung Niederstaufen unterwegs. Das hinterste Auto wollte die beiden vor ihm Fahrenden überholen.
Das Gleiche hatte aber auch der mittlere Fahrer vor und scherte aus. Dabei stießen die beiden zusammen. Das Auto des Unfallverursachers überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 10.000 Euro. Die Straße musste zur Bergung circa eine Stunde gesperrt werden. Memmingen muss zahlen. Die Stadt Memmingen muss 900.000 Euro an eine Kaufbeurer Baufirma zahlen. Das Unternehmen hatte die Fußgängerzone in Memmingen saniert. Im Laufe dieser Arbeiten seien aber dem Unternehmen zufolge Mehrkosten entstanden, für die die Stadt verantwortlich gemacht wurde. Vor dem Memminger Landgericht schlossen Kommune und das Unternehmen einen widerruflichen Vergleich. Die Stadt ließ aber die ihr damals eingeräumte Frist verstreichen und legte keinen Widerspruch ein. Damit sei der Vergleich jetzt bestandskräftig, so ein Sprecher des Landgerichts. Das heißt, Memmingen muss nun die 900.000 Euro zahlen. 194 Millionen Euro schwer ist die bayerische Städtebauförderung in diesem Jahr. Davon profitieren schwabenweit 50 Städte und Gemeinden mit rund 16,6 Millionen Euro. Unter anderem bekommt der Markt Obergünzburg 120.000 Euro. Damit sollen leerstehende Gebäude und Baulücken im Ortskern in einer Datenbank erfasst und bauliche Entwicklungskonzepte dafür entwickelt werden. Ziel sei es, den Ortskern zu stärken und dort neuen Wohnraum zu schaffen. Auch die Gemeinde Lindenberg wird gefördert. Hier fließen die 180.000 Euro ebenfalls in Baumaßnahmen im Innenstadtbereich. Der Landkreis Ostallgäu unterstützt die Wache der Bergwacht Steingaden-Penzing. Diese soll erweitert werden. Dafür stellt der Landkreis 20.000 Euro zur Verfügung. Das hat der Kreisausschuss in seiner letzten Sitzung beschlossen. Die Bergwacht hat ihren Stützpunkt zwar im Nachbarlandkreis, in den vergangenen Jahren entfielen aber rund 42% der Alarmierungen auf das Ostallgäu rund um Halblech. Keine Viehauktionen mehr. In Zukunft wird es keine Viehauktionen mehr in der Allgäuhalle in Kempten geben. Die Allgäuer Herdbuchgesellschaft will aus der Halle ausziehen und die Auktionen in Untertingau abhalten. Damit endet eine 100 Jahre alte Tradition. Bis auf ein paar Unterbrechungen, wie etwa im Zweiten Weltkrieg, fanden dort bis heute Viehauktionen und Flohmärkte statt. Die Bauarbeiten am Nobelpreisträgersteg in Lindau gehen weiter. Nach der Fertigstellung der Lindauer Inselhalle konnten die Arbeiten am Steg im kleinen See wieder aufgenommen werden. Der soll in Zukunft die zentrale Station des Lindauer Wissenspfad bilden und ehrt die rund 400 Nobelpreisträger, die seit der Gründung der Nobelpreisträgertagung im Jahr 1951 in Lindau waren. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich 6 Wochen dauern. Am Wochenende ging es für den FC Memmingen im Regionalliga-Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 2. Die beiden Mannschaften trennten sich dabei mit einem 1:1 Unentschieden. Damit bleiben die Ingolstädter zum 6. Mal in Folge ungeschlagen. Einfach machten ihnen die Memminger das aber nicht. Es wurde hart gekämpft. Insgesamt 9 Mal wurde bei dem Spiel die gelbe Karte gezückt, darunter 6 Mal für die Ingolstädter. Hochspannung beim Eishockey. Beim Heimspiel am Freitag hat der ESV Kaufbeuren vor rund 2500 Zuschauern gegen Weißwasser verloren. Bei der DEL2-Partie mussten die Kaufbeurer Joker in der 50. Minute die 6:4 Niederlage einstecken. Mehrmals hatte die Führung gewechselt. Nach dem ersten Drittel ging es für die Joker zunächst mit einem 2:3 Rückstand in die Kabine. Im zweiten Drittel zeigten sich dann aber die Kaufbeurer klar dem Gegner überlegen. Mit einem 4:3 Vorsprung ging es dann in die Pause. Im letzten Drittel dann ging Weißwasser innerhalb von 2 Minuten mit einem Doppelschlag mit 6:4 in Führung. Dem hatte der ESVK dann nichts mehr entgegenzusetzen. Aber beim Spiel gestern gegen Bad Tölz konnten die Joker dann ihren Fehler wieder wettmachen. Gegen die Tölzer Löwen hieß es am Ende 4:2. Die Tore schossen Ketterer, Graysell, Laxonen und Blomqvist. Damit sind die Kaufbeurer jetzt auf Platz 4 der Tabelle in der DEL2. Die Allgäu-Stromvolleys aus Sonthofen haben am Samstag beim Heimspiel gegen den VCO Dresden gewonnen. Die Zweitliga-Volleyball-Damen siegten mit 3:0 und kletterten damit auf Rang 4.
Und gestern legten die Sonthoferinnen noch einen nach. Sie holten sich den bayerischen Pokal ohne Satzverlust. In Memmelsdorf in Oberfranken besiegten sie zunächst den SV Hahnbach 2, im Finale dann den TSV Unterhaching. Ja, soweit die Meldungen von heute. Schauen wir jetzt noch auf das Wetter. Das sah ja heute Morgen gar nicht gut aus, denn über dem Allgäu lag ein dicker Nebelschleier. Der löste sich ja Gott sei Dank im Laufe des Tages auf und die Sonne kam nach und nach zum Vorschein. Und wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, das sehen Sie jetzt. Heute erwartet uns fast im ganzen Allgäu eine sehr klare Nacht. Nur im Unterallgäu wird es bewölkt und es regnet. Die Werte liegen zwischen 7 und 11 Grad. Morgen Vormittag gibt es im Raum Bodensee und im Oberallgäu einiges an Sonne. Mit Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad wird es angenehm warm. Im Unterallgäu und Ostallgäu schaut es weniger freundlich aus, denn dort regnet es und bleibt bewölkt. Und es wird dort auch kühler. Im Laufe des Tages zieht sich der Regen im Unter- und Ostallgäu zurück und vereinzelt zeigt sich die Sonne. In den anderen Regionen scheint weiterhin die Sonne, die Temperaturen steigen am Nachmittag etwas an. Morgen gibt es ideale Verhältnisse, um den Tag in den Bergen zu verbringen. Es scheint in allen Gebieten die Sonne und Wolken ziehen nur vereinzelt auf. Am Nebelhorn kann hin und wieder Nebel aufziehen, dazu gibt es angenehme Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad. Am Mittwoch starten wir den Tag mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 21 Grad. Donnerstag und Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab, der Himmel kann immer mal wieder bedeckt sein. Die Temperaturen liegen bei um die 22 Grad. Wenn Sie einen Garten haben, kennen Sie das bestimmt. Gerade im Sommer muss man dort beinahe täglich anpacken und wenn es nur das Gießen der Pflanzen ist. Aber so viel zu tun wie Florian Rigotti haben Sie wahrscheinlich nicht, denn er hat einen riesigen Garten voller Gemüse und Obst, in dem er täglich arbeitet, obwohl er es selbst nicht als Arbeit bezeichnet. Die Gartenarbeit ist eben seine Leidenschaft. Und diese Leidenschaft teilt er seit mehr als 2 Jahren auch mit anderen übers Internet. Mehr über den Hobbygärtner hat Luisa Hamelbeck für Sie. Jetzt ist es langsam Herbst und es wird Zeit, die Kürbisse zu ernten. Die werden reif und ich habe hier die wunderschönen Hokkaido-Kürbisse. Florian Rigotti ist dabei, ein neues Video für seinen YouTube-Kanal zu drehen. Das macht er einmal wöchentlich. Begonnen hat er im Jahre 2016. Das Thema seiner Videos, sein Selbstversorgergarten und alles, was da so dazugehört. Mein erster Film, ich kann mich noch erinnern, da habe ich noch nicht mal mich getraut, vor der Kamera zu sprechen. Da war ich noch sehr schüchtern und mittlerweile klappt es gut. Und ich glaube, ich habe mittlerweile 270 Filme oder so veröffentlicht und mittlerweile bin ich sicher und es macht auch richtig Spaß. Das Filmen selber sei auch gar nicht so aufwendig, dafür aber die Nachbearbeitung. Für ein durchschnittliches 10-Minuten-Video braucht er nach dem Dreh noch etwa 8 Stunden. Denn er dreht die Videos nicht nur selbst, sondern bearbeitet sie auch komplett nach. Das hat er sich alles selbst beigebracht, wie übrigens auch das Gärtnern. Seine Leidenschaft dafür war schon immer sehr groß. Das habe ich sogar schon als Kind, weiß ich noch, ich hatte ein tolles Buch geschenkt bekommen. Da ging es um Landwirtschaft und ums Gärtnern und ums Selbstversorgen. Ein englisches Buch und das hat mich so fasziniert und geprägt bis heute. Das Buch habe ich auch noch. Seit 20 Jahren leben Florian und seine Frau inzwischen hier. Seitdem arbeitet er täglich voller Leidenschaft in seinem Garten. Ich nenne es nicht Arbeit, weil für mich ist das was Wundervolles. Ich bin Journalist als Beruf und für mich ist es ein wunderschöner Ausgleich, in den Garten zu gehen und dort zu arbeiten, in Anführungszeichen, ist was Herrliches, ist ein Ausgleich und mir macht es Spaß. Es kostet auch nicht so viel Zeit, wenn man es anders macht. Es gibt zum Beispiel Beete, die sind sauber, da sieht man kein Fitzelchen Unkraut, da ist alles in Reih und Glied.
Und das macht natürlich Arbeit und kostet Zeit. Bei mir darf alles so ein bisschen durcheinander wachsen. Da darf auch mal ein Unkraut wachsen. Stört mich nicht. Also Beikräuter muss man es jetzt nennen. Ordentlich sehen seine Beete also nicht gerade aus. Wer sich da nicht auskennt, verliert schnell mal den Überblick über das, was da so alles wächst. Von Kürbissen über Kartoffeln, Tomaten, alle Kohlsorten habe ich da, viel Gewürze. Also Vielfalt ist wichtig und alles, was man natürlich toll lagern kann, dass man auch im Winter, nicht nur jetzt im Sommer, wenn man erntet, sondern auch über den Winter was hat. Deswegen Vielfalt ist ganz wichtig. Großen Wert legt er auch darauf, alte Sorten anzubauen, statt der Sorten, die in Großgärtnereien für Supermärkte angepflanzt werden. Denn die seien nur dazu da, um zu funktionieren und nicht um zu schmecken. Für mich ist Geschmack sehr wichtig. Deswegen baue ich alte Sorten an, die noch nach was schmecken. Das ist für mich ganz wichtig. Und überhaupt auch die alten Sorten zu erhalten, bevor die wegsterben. Doch nicht nur Pflanzen hat der Hobbygärtner in seinem Garten. Auch Hühner und Bienen leben bei ihm. Ich wollte Schäfer werden, ich wollte was mit Fischen machen, ich wollte schon immer Imker werden. Und ich bin es nicht geworden, aber ich habe mir trotzdem so meinen Traum erfüllt, indem ich hier meinen kleinen Selbstversorgergarten habe. Komplett selbst versorgen können sich die Rigottis mit ihrem Garten nicht. Pfeffer, Salz oder auch Milchprodukte kaufen sie beispielsweise ein. Und auch wenn sie vieles nicht mehr einkaufen müssen, wie zum Beispiel das Gemüse, stellt sich ja irgendwann die Frage, was die Rigottis im Winter essen. Der Mensch hat sich schon immer selbst versorgt. Er musste über die Wintermonate irgendwie kommen und hat sich da selbst versorgt, hat viele Sachen erfunden, wie man Sachen haltbar machen kann. Sauerkraut ist ein gutes Beispiel. Ich mache es nicht wegen des Geldes, um Geld zu sparen, sondern ganz klar, um tolle Lebensmittel zu haben, die nach was schmecken und auch die für mich wertvoll sind. Ja. Und er möchte seinen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich halten. In einem Selbstversorgergarten entsteht schließlich kein Müll und die Transportwege sind so kurz wie nirgendwo anders. Was macht man mit 50 Kilo Kartoffeln, 3,6 Kilo Mehl und 90 Eiern? Klar, den weltweit größten Kartoffelpuffer oder Reiberdatschi, wie wir hier im Allgäu sagen. Vor 2 Jahren hat die Feuerwehr in Dettingen den ungewöhnlichen Weltrekordversuch gewagt und einen Kartoffelpuffer mit 2,45 Metern Durchmesser gebacken. Doch erst jetzt wurde der Rekord offiziell. Ganze 2 Jahre hat es nämlich gedauert, um den Weltrekord von Guinness World Records bescheinigen zu lassen. Sage und schreibe, 40 Seiten an Nachweisen musste die Feuerwehr dafür erbringen. Doch jetzt ist die Urkunde endlich da und wir sagen natürlich, herzlichen Glückwunsch an die Allgäu-Grenze nach Dettingen. Kurze Pause, danach geht es für uns nach Füssen. Wir waren dort für unser Magazin Land und Leute unterwegs und haben Ihnen gleich schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Sendung. Also bleiben Sie dran. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen, Europas größtem Fedes Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersätzen, Kinderwagen, Buggys und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig und einfach zu finden im Heripark Gersthofen, direkt an der A8 und der B2, mit riesigem kostenlosen Parkplatz. Ich bin Albert und bin 4 Jahre alt. Ich möchte mal Polizist werden. Die Operation hat, glaube ich, 8 oder 10 Stunden gedauert. Für mich war es komplett unklar, was am Ende bei rauskommt. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Ich muss jeden Plan aus der Zukunft betrachten. Deshalb suche ich nach Produkten, die auch nach Jahrzehnten noch innovativ sind. Eben ganz schön Josko. Das Fenstersystem mit Weitblick. Außen ein Look in Alu, innen beliebig mit Holz oder Kunststoff kombinierbar. Mehr Infos auf josko.de.
all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de. Es gibt keine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Homestaging präsentiert Ihre Immobilie hochwertig und professionell. Begeistern Sie mehr Interessenten und verkaufen Sie zum besten Preis. Visual Boho, Ihr Partner für Immobilienmarketing und maßgeschneiderte Raumkonzepte. Was für ein traumhaftes Wetter, oder? Es lädt ja förmlich dazu ein, die eigenen vier Wände zu verlassen und einen Ausflug zu machen. Gut, dass das Allgäu auch einiges zu bieten hat. Berge, Seen und natürlich viele Sehenswürdigkeiten. Besonders beliebt ist da zum Beispiel ein Ausflug zu den Königsschlössern in Füssen. Neben Neuschwanstein und Hohenschwangau gibt es in Füssen aber noch so viel mehr zu sehen und zu entdecken. Meine Kollegin Julia Stapel war dort für Sie unterwegs. Oben auf dem Schlossberg in Füssen thront das Hohe Schloss. Ein Ort, der schon immer heiß begehrt war. Vor Ort treffen wir den Burgenforscher Dr. Joachim Zäune und den Leiter der Museen Füssen, Dr. Anton Englert. Schon lange beschäftigt sich Zäune mit dem Hohen Schloss. Doch immer wieder findet er etwas Neues, das ihn begeistert. Fast 1000 Jahre ist es nun her, dass das Hohe Schloss in Füssen gebaut wurde. Ein Bau, der für viel Ärger sorgte, so der Burgenforscher. Was damals passiert ist, ist, dass sich natürlich alle um Füssen gestritten haben. Die Wittelsbacher, das Bistum Augsburg und die Tiroler Grafschaft. Und 1291 hat einfach der bayerische Herzog Ludwig der Strenge versucht, hier Zugriff zu kriegen, indem er einfach eine Burg hier raufbaut. Und das durfte er nicht. Und nach einem Jahr musste man den Bau einstellen. Und die Burg ist eigentlich erst 1322 vollendet worden durch den neuen Stadtherrn. Das war der Bischof Friedrich von Augsburg. Mittlerweile ist das Hohe Schloss nicht mehr aus dem Stadtbild Füssens wegzudenken. Es zählt zu den bedeutendsten Profanbauten der deutschen Spätgotik. Mit kostbaren Deckenschnitzereien und einzigartigen Fenstermalereien überzeugt das Innere des Schlosses. Lange diente es als Sommerresidenz der Fürstbischöfe von Augsburg. Heute wird es anders genutzt, erklärt uns der Leiter der Museen in Füssen. Ja, das Hohe Schloss in Füssen hat eine vielseitige Nutzung. Es ist immer noch eine landesherrliche Burg sozusagen. Sie gehört heute dem Freistaat Bayern und deswegen hat der Freistaat da immer noch Behörden drin. Das Amtsgericht ist ausgezogen und das Finanzamt Kaufbeuern ist eingezogen und hat hier einen nicht öffentlichen Teil. Doch nicht nur die Behörden nutzen die schöne Burg, auch die Stadt Füssen hat dort etwas einquartiert. Im Nordflügel des Hohen Schlosses findet man zwei Gemäldegalerien. Es gibt viele Staatsgalerien in Bayern. Das ist eine generelle Idee in München bei den Staatsgemäldesammlungen, dass sie die Kunst, die sie haben, in den Regionen ausstellen und sehr gerne auch Kunst aus den Regionen in den Regionen. Also hier haben wir zum Beispiel jetzt spätgotische Kunst aus dem Allgäuer Raum. Das passt hervorragend zu diesem alten bischöflichen Schloss. Neben den Staatsgemäldesammlungen sind auch Wehrgang und Türme der Sehenswürdigkeit interessant. Vom Wehrgang aus geht es in den Torturm bis ins sechste Stockwerk hinauf. Der Blick von hier auf die Stadt, den Lech und das Umland ist einfach einzigartig. Land und Leute sehen Sie ab heute Abend bei uns im Programm oder Sie schauen die Sendung einfach online in unserer Mediathek auf www.allgäu.tv. Mit den heutigen Allgäu-TV-Nachrichten sind wir damit schon wieder am Ende angelangt. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen mit dabei sind, natürlich zur gewohnten Zeit. Bis dahin Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.